damit herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich habe beschlossen, mit dem Vloggen anzufangen und insofern wird dies hier mein erster sein. Eigentlich mein zweiter, weil ich ja schon die Nightjet-Fahrt in ähnlichem Format gemacht habe, aber hier habe ich einige Neuerungen. Lasst euch überraschen. Heute geht es von München nach Donaueschingen, genauer gesagt nach Hüfingen. Und zwar nicht auf direktem Wege, sondern erstmal mit dem TGV 9576 nach Karlsruhe, wo ich ein bisschen mich mit der Stadtbahn beschäftigen werde. Dann geht es nach Freiburg, wo ich ebenfalls sehr viel Zeit haben werde, um die neuen Nahverkehrszüge, also Mireo und die Zero, auszuprobieren. Und anschließend geht es mit der S-Bahn, genauer gesagt der Baureihe 1440, nach Hüfingen-Mitte. Ich befinde mich hier gerade in München. Es ist kurz nach 6. Ich muss sagen, ist auch um 6 mehr los, als ich mir gedacht hätte. Und ja, bei meinem TGV wurden die Türen noch nicht freigegeben. Das heißt, wir werden ja alle noch ein bisschen in der Kälte stehen dürfen. Wundert mich aber ehrlich gesagt auch, wie voll der Bahnsteig von dem TGV ist, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Ich wünsche euch damit dann erstmal viel Spaß beim Schauen. Und ich schaue mal, wo ich mich dann wieder melde, wahrscheinlich in Karlsruhe.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in Karlsruhe. Ich bin vor ca. 20 Minuten mit dem TGV dort am Hauptbahnhof angekommen und habe mir dort dann das Ticket für die Karlsruher City besorgt. Der Automat hatte eine sehr interessante Art der Ausgabe, also es war wirklich sehr schwierig, sein Ticket zu bekommen. Dann habe ich mir die erste Stadtbahn geschnappt und bin nach Durlach hierher gefahren. Und ich werde jetzt gleich kurz mein Frühstück essen und dann schaue ich mal, wohin es mich noch verschlägt. Gegen 11:30 fährt dann mein ICE nach Freiburg dort am Hauptbahnhof. Der hat schon ein bisschen Verspätung, aber zurzeit fährt er wieder. Im Gegensatz zu vor 20 Minuten, als noch Tiere auf dem Gleis waren. Insofern mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Viel Spaß beim weiteren Anschauen. Hallo, und damit melde ich mich hier auch mal wieder zu Wort. Ich stehe hier in Denzlingen, das ist ein Regionalexpress halt etwas weiter nördlich von Freiburg.
Mein ICE ist dann doch relativ zuverlässig von Karlsruhe bis Freiburg durchgefahren. Es gab keine Probleme. Und wir haben den unnötigsten Zwischenhalt ever eingelegt in Baden-Baden. In Freiburg habe ich mir dann noch eine Fahrkarte gekauft und bin dann gleich in den Regionalexpress gesprungen wieder, um hierher zu fahren. War so jetzt eigentlich nicht geplant, weil ich eigentlich mehr in der Freiburger City und mehr im Freiburger Süden spotten wollte. Aber dann hat sich gestern Abend ergeben, dass die neue 50 Jahre Intercity-Lok heute in Eurocity 8 zieht und da ich es bis zu meiner eigentlich ausgewählten Spottingstelle im Freiburger Süden nicht mehr geschafft hätte, bevor der durchfährt, bin ich jetzt nach Denzlingen gefahren. Ich habe hier jetzt etwa ein Stündchen Aufenthalt, weil der Eurocity so schön Verspätung hat, dass ich hier haargenau den Regionalexpress zurück nach Freiburg verpasse. Genau. Dann fahre ich nach Freiburg zurück. Dann schaue ich mal, was ich in Freiburg so mache. Und gegen 4:30 fährt dann meine S-Bahn nach Hüfingen. Mal schauen, ob ich mich da dann nochmal melde. Ja, und damit hallo mal wieder und herzlich willkommen in Hüfingen-Mitte. Ich wurde hier gerade mal wieder von meiner Familie ausgesetzt, weil ich heute eine Spotting-Tour mache. Aber ich erzähle euch erstmal so ein bisschen, was jetzt bisher geschehen ist. Also für euch sind jetzt seit meiner Ankunft in Hüfingen bis jetzt vielleicht so 1-2 Sekunden vergangen. Für mich waren es 4 Tage. Ich bin, nachdem ich in Denzlingen war, wieder zurückgefahren. Hab in Freiburg ein bisschen was gegessen. Dann bin ich wieder zum Mireo-Testen, eine Station bis Gundelfing gefahren. Und im Talent 3 wieder zurückgefahren. Dann bin ich in Freiburg noch ein bisschen mit der Straßenbahn gefahren. War auch schon mein Aufenthalt wieder vorbei.
und bin mit der S-Bahn dann nach Hause gefahren, nach Hüfingen. Dort wurde ich dann abgeholt und gestern waren wir dann in Freiburg. Das heißt, mir ist die Strecke inzwischen ziemlich bekannt, die Strecke nach Freiburg. Also was heißt ziemlich bekannt? Ich bin sie jetzt halt des Öfteren gefahren. Ich kenne die meisten Stationen schon auswendig und ja. Genau, was steht heute an? Ich fahre jetzt mal wieder mit der S-Bahn nach Freiburg rüber. Da bin ich dann so um die Mittagszeit, besorge mir dort dann irgendwas zu essen. Oder je nachdem, wie viel Zeit ich habe, mache ich es halt auch nicht. Dann wollte ich dort schauen, dass ich dort einen Regionalexpress bekomme. Ich möchte mindestens bis Offenburg fahren heute. Je nachdem, wie es zeitlich aussieht, fahre ich eventuell sogar bis Aachen oder Baden-Baden. Was den Vorteil hätte, dass ich auch noch ein paar Stadtbahnen von Karlsruhe spotten könnte. Allerdings weiß ich da jetzt nicht, wie lange der Regionalexpress dorthin brauchen wird. Genau, das ist jetzt hier so mal der Plan. Ich schaue, wann ich mich mal wieder melden werde. Also ich denke mal, mit Freiburg wird es nicht. Das heißt wahrscheinlich Offenburg, Aachen oder Baden-Baden, je nachdem, wo ich aussteige.
Ja, und damit hallo aus Aachen. Ich bin hier mehr oder weniger spontan hingefahren. Ich bin jetzt also mit der S-Bahn erstmal bis Freiburg Hauptbahnhof gefahren. Dann mit so einem Regionalexpress nach Baden-Baden. Das war auch schon mehr so eine spontane Idee. In Baden-Baden kam dann eine S-Bahn, die ich... Also ich wollte schon immer mal so mit der Stadtbahn Karlsruhe auf so einer richtigen Eisenbahnstrecke fahren, wirklich mal länger. Da habe ich das natürlich gleich genutzt, die Chance. Und jetzt warte ich hier in Aachen auf den Regionalexpress nach Offenburg, wo es aus dann mit der Regionalbahn weiter nach Freiburg gehen wird. Ja, hallo hier erstmal. Ich stehe hier in Riegel-Meiterding. Das ist ein paar Stationchen vor Freiburg. Ich bin hier mit der Regionalbahn hingefahren, auch wenn ich nicht gefilmt habe in der Regionalbahn. Also bis auf die ersten paar Stationchen ab Offenburg habe ich nicht wirklich gefilmt. Was daran lag, dass ich so ein paar sehr nervige Fahrgäste in diesem Zug hatte, die ein bisschen akustisch belästigend waren, würde ich mal sagen, im Sinne von, es hätte den Sound des kompletten Videos zerstört. Ich war einfach nicht zufrieden mit dem, was ich aufgenommen hatte. Genau. Das ist aber eigentlich nicht der Grund, weshalb ich hier ausgestiegen bin. Der Grund ist eigentlich, dass mir Trainspotter Breisgau geschrieben hatte, dass heute 243er samt Güterzug im Rheintal unterwegs sind. Das ist jetzt nicht so häufig der Fall, dass hier 143er in die Region kommen und schon gar nicht als Güterzugloks. Das heißt, ich habe die Gelegenheit genutzt und gesagt, ich spotte die. Da mir jetzt aber fahrplandatentechnisch nur die Abfahrt um 14.30 Uhr circa in Basel vorliegt, beziehungsweise vorgelegen hat, bin ich jetzt einfach mal auf gut Glück hier ausgestiegen und hoffe, dass die in der nächsten Stunde vorbeikommt. Ansonsten fahre ich halt unverrichteter Dinge wieder zurück nach Freiburg. Ansonsten, was bleibt zu sagen, hier ist eine Menge los, also es ist zwar ein kleiner Bahnhof an einer eigentlich zweigleisigen Strecke, aber wer die Rheintalbahn kennt, die sollte eigentlich viergleisig sein, also hier kommen gefühlt im Minutentakt Güterzüge vorbei. Es ist schon sehr schwierig, hier einen Slot zu finden von 2 bis 3 Minuten, wo ich hier mal meine Spreche für den Vlog aufnehmen kann. Ich habe es vorhin schon mal versucht, da kam mir dann mitten ins Video ein ICE reingefahren. Ja, genau. Mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Ich schau mal, wo ich mich wieder melde. Eventuell nochmal in Freiburg, wenn ich da genug Zeit und genug Platz habe. Ansonsten wahrscheinlich bis Sonntag, wenn ich wieder zurück nach München fahre. Thank you.
heute im Regionalexpress nach Konstanz. Ich nehme dabei einen früher als geplant. Mit dem geht es bis Singen. In Singen werde ich dann 1,5 Stunden Aufenthalt haben, außerplanmäßig. Von dort geht es dann mit dem Eurocity der SBB nach Stuttgart. In Stuttgart habe ich ebenfalls wieder so 1,5 Stunden Aufenthalt. Und von dort geht es dann mit dem Intercity 1299 wieder zurück nach München. Und das sind im Grunde zwei Sachen, die es nicht mehr lange geben wird. Den SBB Eurocity wird es nur noch bis Fahrplanwechsel geben. Dann soll das nach meinem aktuellen Wissensstand durch die KISS ersetzt werden, die zurzeit zwischen Dresden und Warnemünde eingesetzt werden. Einerseits, andererseits bekommt die DB ja zum Fahrplanwechsel noch die restlichen KISS der ersten Generation von der Westbahn. Die sollen da auch eingesetzt werden. Kurzum, die SBB-Wagen werden da nicht mehr lange fahren. Ebenso beim Intercity, der zum Fahrplanwechsel nicht ganz, aber spätestens beim nächsten Fahrplanwechsel oder zum Fahrplanwechsel auf den Fahrplan 224 ersetzt werden wird. Insofern nutze ich da auch nochmal die Gelegenheit, mit diesem Zug zu fahren. Ja, bleibt noch zu sagen, was bisher passiert ist, seit meiner letzten Meldung in Riegel-Malterding. Ich bin dann zurück nach Hüfing gefahren nach einer Weile. Die beiden 143er sind leider nicht gekommen. Ich habe erfahren, die sind erst ganz spät am Abend wieder zurückgefahren, was jetzt natürlich für mich leider nicht mehr möglich war. Die Rückfahrt ist auch nicht ganz ohne Probleme verlaufen. Die Fahrt nach Freiburg mit der Regionalbahn schon. Mireo hatte ordentlich Radschlupf, Regen halt. In Freiburg wurde dann kurzerhand ohne irgendwelche Ansagen Schienenersatzverkehr verkündet. Das war schon ein bisschen irritierend. Dann sind also alle zum Busbahnhof rübergelaufen und dann kam kein Bus. Es wurde nichts kommuniziert, es gab keine Ansage, es gab keine Ansprechpartner seitens der DB. Nach 30 Minuten ohne irgendwelche Infos wurde dann am Bahnsteig mal schnell kleinlaut durchgesagt: Jo, Schienenersatzverkehr ist aufgehoben, Züge fahren wieder und ich habe gerade noch rechtzeitig meinen Zug nach Hüfingen bekommen. Danach verlief alles relativ entspannt. Am Freitag waren wir dann nochmal in Freiburg. Da war ich spotten in Bad Krozing. Da ist mir auch was relativ Interessantes passiert. Ich wurde das erste Mal wirklich alleine, also wirklich alleine von der Polizei mit einer Personenkontrolle kontrolliert und wurde von meiner eigentlich ausgesuchten Filmstelle vertrieben. Ist mir nur schwer begreiflich. Also die Filme werde ich auch noch veröffentlichen von dieser Filmstelle. Ehrlich, ich habe mich schon so oft an so enge Bahnsteige gestellt, also was das sollte, keine Ahnung. Genau, ansonsten bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich entweder in Singen oder spätestens in Stuttgart Hauptbahnhof nochmal melden werde.
Ja, und damit hallo und willkommen in Stuttgart. Ich bin hier vor 20 Minuten mit dem Eurocity angekommen. Und was soll man sagen, was ist seit Donaueschingen passiert? Ich bin erstmal mit dem Regionalexpress nach Singen gefahren, habe einen früher als geplant erwischt, das heißt, ich hatte in Singen mehr Zeit und konnte dadurch noch den Lokwechsel bei der Gegenrichtung von meinem Eurocity aufnehmen und filmen. Außerdem habe ich mir in Singen dann gleich auch was zu essen gekauft. Es gab mal wieder Currywurst und dann kam auch schon mein Eurocity. Ich bin zuerst in den falschen Wagen gestiegen, weil ich sehr intelligent bin und statt Wagen 302 gedacht habe, ich muss in Wagen 305. Habe ich relativ schnell bemerkt, bin in Wagen 302. Was soll man sagen, es war unschön. Also es war wirklich das erste Mal, als ich froh war, aus einem Zug der SBB auszusteigen, was weniger am Zug als an den Mitreisenden lag. Wer schon mal mit 4 kleinen Kindern in einem Wagen gesessen hat, weiß, wovon ich rede. Ausführlicher möchte ich auch nicht werden. Genau, dann bin ich hier in Stuttgart angekommen. Was ich bisher gemacht habe, ist, ich bin im Zentrum für Stuttgart 21 gewesen, habe schon mal auf die Baustelle runtergeschaut. Ja gut, heute ist unspektakulär, weil Sonntag ist. Genau, was ich jetzt so machen werde, ich muss mal schauen, ob ich mit der Stadtbahn fahre. Ich will es eigentlich schon gerne, aber mein Zug kommt halt schon in 50 Minuten circa. Das wird also ein bisschen knapp werden, je nachdem wie weit ich fahre. Ansonsten werde ich dann mit dem Intercity 1299 zurück nach München fahren, über die Geislinger Steige. Der ist, soweit ich gesehen habe, sogar noch pünktlich. Soll heißen, ich komme heute vielleicht sogar pünktlich wegen kurz nach 7 in München an. Da ich jetzt aber nicht vorhabe, in München noch was für den Vlog zu sprechen, weil ich dann relativ zügig eine S-Bahn erwischen muss dort, möchte ich mich hier mit schon mal von euch verabschieden. Genießt den Rest des Videos und danke fürs Zuschauen. Ansonsten seid jetzt ihr gefragt nach dem Video. Wie fandet ihr den Vlog? Fandet ihr gut? Gab es Sachen, die man verbessern könnte? Gab es Sachen, die ihr gut fandet? Oder gebt mir allgemein euer Feedback gerne in die Kommentare.